Was sind Rabatte und welche Arten gibt es? Als Rabatt wird ein Preisnachlass verstanden, welcher auf Waren oder Dienstleistungen gewährt wird. Grundsätzlich können wir hier zwei Arten von Rabatten unterscheiden. Einerseits den nachträglichen Rabatt und andererseits den Sofortrabatt. Und wie der Name schon vermuten lässt, wird der nachträgliche Rabatt im Nachhinein gewährt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Produkte defekt oder mit einer kleinen Beschädigung geliefert werden, aber trotzdem noch verwendbar sind. Und in diesem Fall gewährt dann häufig der Verkäufer dem Käufer einen nachträglichen Rabatt. Ein weiterer Anlass für einen nachträglichen Rabatt könnte beispielsweise sein, wenn ein Kunde mit der erhaltenen Dienstleistung nicht gänzlich zufrieden ist. Und im Unterschied zum nachträglichen Rabatt werden Sofortrabatte gleich, also sofort bei der Rechnungslegung berücksichtigt. In der Praxis finden wir hier unterschiedliche Rabatte oder Arten von Rabatten vor. Einige davon werden wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Sehen wir uns als erstes den Mengenrabatt an. Der Mengenrabatt ist ein Preisnachlass, welcher abhängig von der gekauften Menge gewährt wird. Und dieser soll den Käufer dazu animieren, mehr auf einmal zu kaufen. Hierzu ein kleines Beispiel. Wenn Sie einen Blick auf unser Angebot Lernbegleitung, BWL und Rechnungswesen werfen, so werden Sie feststellen, dass der Preis pro Stunde höher ist als der Preis, wenn Sie 10 Stunden auf einmal kaufen, also ein 10-Stunden-Paket kaufen. Und dies soll letztendlich unsere Schüler und Studentinnen motivieren, gleich ein größeres Paket zu kaufen. Eine weitere Art des Rabattes ist der sogenannte Treuerabatt. Und der Treuerabatt wird vor allem Stammkunden bzw. regelmäßigen Käufern gewährt. Hiermit wird vor allem das Ziel verfolgt, die Kunden an das Unternehmen zu binden und dadurch die Gefahr, dass der Kunde zu einem Mitbewerber abwandert, zu reduzieren. Ein weiterer Punkt, welcher häufig zur Anwendung kommt, oder eine weitere Art des Rabattes, welche häufig zur Anwendung kommt, ist der sogenannte Frühbezugsrabatt. Gerade speziell bei Internetanbietern oder Online-Anbietern wird dieser sehr häufig genutzt, aber auch beispielsweise bei Urlaubsreisen, also den Frühbucherrabatt sozusagen. Wenn Sie Ihre Urlaubsreise bereits im Jänner oder Ihren Augusturlaub bereits im Jänner buchen, bekommen Sie 5 oder 10% Rabatt, sozusagen als Belohnung, dass Sie frühzeitig buchen. Ein weiterer Rabatt, welcher auch immer wieder zur Anwendung kommt, ist der sogenannte Mitarbeiterrabatt. Dieser gilt vor allem nur für Mitarbeiter eines Unternehmens, teilweise auch nahen Angehörigen, wie beispielsweise dem Ehepartner, den Kindern oder, wenn es extrem weit geht, vielleicht auch noch den Eltern. Und dieser dient eben wirklich nur für die Mitarbeiter. Und so habe ich beispielsweise in meiner Bankvergangenheit immer Vergünstigungen bei den Kontogebühren bekommen im Vergleich zu anderen oder aber auch einen reduzierten Sollzinssatz im Vergleich zu der klassischen Nicht-Mitarbeiterbevölkerung. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass wenn dieser Rabatt zu groß ist, dieser auch als teilweise als Einkommensbestandteil zu versteuern ist. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch kurz den Aktionsrabatt vorstellen. Und als Aktionsrabatt wird letztendlich ein Preisnachlass verstanden, welcher nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Es handelt sich hierbei also um eine Art der Verkaufsförderung und hierdurch möchte ein Unternehmen letztendlich kurzfristig den Absatz erhöhen und dadurch letztendlich auch den Umsatz steigern. In der Praxis finden wir natürlich schon noch einige weitere Rabatte, aber
diese hier vorgestellten Rabatte liefern einmal so einen guten ersten Überblick über die unterschiedlichen Arten von Rabatten und sind sicherlich zu den gängigsten Rabattarten zu zählen.